nicht mehr so viel Schnee übrig und alles matschig. Ja, jetzt regnet es ein bisschen. Und einen wunderschönen guten Morgen. So sehe ich heute aus. Ja, der Schnee ist nicht mehr so dolle, ne? Also es ist zwar noch überall Schnee, aber es ist schon echt matschig und eklig jetzt. Es ist jetzt so ein Schneeregen, so nieselig und ja. Aber einen Schneemann kann man noch bauen, liebe Kinder. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Wenn ihr diesen Vlog seht, ist das schon der erste Weihnachtstag. Aber ich hoffe, ihr hattet einen schönen Heiligabend. Ich wünsche euch richtig schöne Festtage mit euren Liebsten. Ich hoffe, dass ihr eine besinnliche Zeit verbringen könnt mit eurer Familie, Freunden, alleine, wie auch immer. Ich jedenfalls gehe so in den Weihnachtsabend heute und ich wünsche euch zusätzlich ganz viel Spaß bei meinem Vlog. So, Schwiegertöchterchen ist mir eben schon begegnet. Die hat eine Flasche für mein Enkelchen gemacht. Die wacht immer so um diese Zeit auf und dann kriegt sie ihre Flasche und schläft weiter. Aber eigentlich steht heute noch eine Menge an. Guckt euch mal das Wetter an. Ja, das ist eben genau das, was ich nicht mag am Schnee. Der taut und dann gibt es noch Schneeregen. Und nee, das ist echt fies, weil das so nass ist. Aber es ist nicht so kalt, es ist relativ mild. Deswegen schmilzt das ganze Gedöns wahrscheinlich auch jetzt. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt meinen zweiten Vlog schneiden. Also den zweiten Teil. Was ist denn mit den Haaren wieder los? So, ja, ja. Werde mich so lange noch ins Bett legen. Und Maldi denkt sich, was machen wir denn jetzt? Geht sie weg oder bleibt sie hier? Die Kids müssen die Geburtstagstorte abholen für meine Tochter. Die Jungs haben mir eine bestellt. Die haben nur bis 12 Uhr auf. Das heißt, irgendwann muss es da losgehen. Ich habe den ganz Kleinen schon, als ich geduscht habe, ordentlich brüllen hören da unten. Also wach sind die bestimmt. Und dann muss eigentlich auch noch unbedingt eingekauft werden, weil ich glaube nicht, dass wir mit diesen Vorräten bis Montag hinkommen. Also das könnte knapp werden. Zumindest Brot müssen wir unbedingt kaufen. Das ist auf jeden Fall richtig wichtig. Heute ist Freitag und Heiligabend. Heute Abend. Naja, also bei uns wird diesbezüglich nicht viel los sein, aber vielleicht habt ihr ja trotzdem Lust, ein bisschen zu schauen, was wir heute so anstellen. Ich denke mal, mein Sohn wird wieder das eine oder andere arbeiten und dann kommt hier mein anderer Sohn. Das heißt, ich muss gleich einen Erdbeerkuchen backen. Das darf ich in der Aufregung auf gar keinen Fall vergessen. Ja, das wird das Erste sein, was ich gleich machen werde. Aber ich muss erstmal meinen Vlog zu Ende bearbeiten. Dafür werde ich hier wieder in mein Bett steigen. So, das ist immer ganz praktisch, wenn der Mann nicht da ist. Ne? Sonst geht das alles nicht. Dann würdet ihr mich jetzt hier nicht im Bett liegen sehen, ganz bestimmt nicht. So. Genau. Mein Mann kommt bestimmt heute auch. Und ich wollte ihm aber noch sagen, dass er Matratzen mitbringen soll. Einmal eine für sich selbst und auch noch eine für das Bett, was wir aufgebaut haben unten. Müssen wir mal schauen. Oh. Eigentlich bin ich noch ein bisschen müde, weil das wird ja immer richtig spät abends jetzt hier. Und wohl gestern war es 12, aber es ist doch immer alles richtig anstrengend. Es war gestern auch alles wieder ein bisschen mit dem Baby. Das war schon wieder alles sehr, sehr besorgniserregend, wollen wir es mal so sagen. Naja, zum Glück ist alles wieder gut gegangen, der zweite Tag in Folge. Und genau. Ja, was wollte ich noch erzählen? Genau, der Kuchen muss abgeholt werden. Ich muss gleich einen Kuchen backen. Wie spät mag es sein? Gleich 9 oder so? 8:30, irgendwie so um den Dreh. Und Miley, es passiert nichts. Ich habe meine Hände auch noch nicht gewaschen. Ich hatte ja mein Make-up gemacht. Das riecht sie jetzt gerade hier an meiner Hand. Die hat no Make-up in den Händen. Miley trinkt relativ wenig in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob sie gestern überhaupt getrunken hat. Das ganze Schälchen war weiterhin voll. Naja, wenn sie Durst hätte, wird sie ja trinken. Ich glaube, das war gestern auch alles sehr, sehr aufregend. Also Mai ist jetzt nicht so, dass sie den ganzen Tag da hier auf ihrem Platz lag, sondern wir haben sehr viel hier gearbeitet und sie war überall mit dabei. Aber, jo. Oha, da war die Haustür. Sind die Jungs doch schon los, um den Kuchen zu holen? Ich glaube, ich habe die Haustür gehört. Tja, das kannst du haben, dass die Jungs schon los sind.
ja, die sind sehr zuverlässig, die Schwiegersöhne. Sehr pünktlich und sehr, 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 sehr zuverlässig. Also die vergessen die Torte bestimmt nicht. So, und ich werde jetzt schneiden, damit ich schon mal durch bis nachher. Und wieder draußen. Miley kann sich hier vor Schnüffeln kaum einkriegen. Es sind wohl hier richtig tolle, interessante Gerüche überall. In dem schmelzenden Schnee. Aber sie muss auch mal, glaube ich. Na komm! Komm! Miley! Na komm! Du musst mal, ich weiß, und weiß sein, weiß nicht so hoch, wo du jetzt machen sollst. Merk das schon. Ich habe wieder die ganze Zeit geredet und den einen Knopf nicht angemacht. Also ich weiß auch nicht, ob ich einen Lust habe, Mama zu erzählen. Mensch. Ich habe erzählt, dass meine Schwiegertochter und mein Sohn einkaufen gegangen sind. Ich möchte gern zu Hause sein, bevor die kommen, damit ich nochmal einen Haul abdrehen kann. Außerdem habe ich erzählt, dass ich heute Morgen dann eben noch die Geschirrspülmaschine eingeräumt habe. Und Baby auch ein bisschen aufgepasst habe und ja, mehr fällt mir auch nicht ein. Ich habe bestimmt 10 Minuten gequatscht. Ich weiß auch nicht mehr. Tut mir leid, heute kann ich nicht nochmal alles wiederholen. Und was sonst noch passiert, weiß ich nicht. Mein Mann jedenfalls ist unterwegs. Der bringt die Matratze für das Bett unten, was wir gebaut haben. Und Bettwäsche und Bettlaken und so haben wir bestimmt jetzt gar nichts mehr auf dem Dorf liegen. Ist alles hier. Und ja, der wird sich ja auch bald ankommen. Der hat schon vor 2 Stunden angerufen, dass er kommt. Dauert bestimmt nicht mehr lange. Also, bis nachher. Tja, Schuhe sind doch nicht so dicht, wie ich dachte. Nasse Füße habe ich bekommen. Naja. Gucken, wie der andere aussieht. Nee, doch, der ist auch nass. Also, muss ich wechseln. Alles nass. Ne, Miley? Dann erstmal meine Strümpfe wechseln. Ich hatte jetzt echt keinen Bock mehr, euch nochmal alles zu erzählen, was ich da 10 Minuten gelabert habe. Aber egal, alles nicht so schlimm. Wer schreibt denn da schon wieder? Irgendjemand schreibt das schon. Genau, ich werde mir jetzt die Strümpfe einmal ausziehen. Und ich habe sowieso nur Blödsinn erzählt, also unwichtigen Kram. Ich muss mir auch meine Fußnägel unbedingt schneiden. Die haben es nötig. So. Und dann neue Strümpfe an. Vorher mal einmal gucken, wie sehen die denn aus. Ah, Lippel da. Ja, geht. Einige von euch hatten ja auch, oder jemand hatte geschrieben, es würde ganz gut aussehen, wenn ich die Haare so zur Seite mache. Ja, das habe ich heute Morgen versucht, aber die bleiben irgendwie nicht so. Bleiben nicht so, wie ich sie gerne hätte. Die gehen immer wieder in ihre alte Richtung zurück. Mal gucken, werden wir mal ausprobieren. Der Mittelscheitel ist so präsent, der will nicht weg. Naja. So vielleicht. Naja. Meine Tochter will sich die Haare färben und da wollte meine Schwiegertochter auch Farbe kaufen. Mal gucken, ob wir das heute machen. So. Meine Haare hätten es ja auch nötig, ne? Aber ich habe echt Angst, mir die wieder kaputt zu machen. Also ich lasse das, glaube ich, noch ein bisschen. Egal. Mir gefällt das auch ganz gut so eigentlich. Aber ich hätte schon gerne noch hier so eine Ansätze, ne? Eine neue Färbung. Lassen wir mal. Ja. Ansonsten sehen wir doch noch ganz attraktiv aus hier. Bisschen ist meine Nase gelaufen, aber egal. Gut, da ist jemand aus der Haustür raus. Wer ist das? Naja, wir gehen mal wieder nach unten. Mit neuen Socken bewaffnet. Geht's nach unten. So sieht der Einkauf aus, den wir heute erledigt haben. Wenn euch interessiert, was das alles ganz genau war, müsst ihr in meinen Haul gucken. Das schmilzt schon, ne? Wir müssen uns beeilen. Das fällt schon gleich runter. Kimi, ja, okay. Hey! Hey! Happy Birthday, lieber Kimi! Happy Birthday! Von Tadeus. Ich glaub gar nicht, das ist bestimmt so.